Hallihallo und willkommen zurück zum Daily Ranking in Atlas Reactor. Heute wieder mal solo unterwegs. Und ich muss eine kleine Ankündigung machen, da ich in ungefähr 10 Tagen eine Prüfung habe, muss ich meinen Video-Content-Output wahrscheinlich ein bisschen zurückschrauben. Ich muss mal sehen, wie sehr das zurückgeschraubt werden muss. Es kann aber auf jeden Fall sein, dass nicht mehr täglich unbedingt ein Video kommt. Nach der Prüfung dann muss ich auch mal sehen, wie es weitergeht. Ich muss mir eigentlich noch ein Projekt für die Uni machen. Das ist so ein bisschen. Naja, muss mal sehen, wie das dann läuft. Wollen wir nochmal Lockwood spielen oder spielen wir heute jemand anderen? Spielen wir wieder Nix seit Ewigkeiten? Fährtrabahn, okay, krass. Da kommt bestimmt der Quark Instant Pick. Nee, es kommt nicht der Quark Instant Pick. Das wundert mich sogar ein bisschen. Ich hätte jetzt voll damit gerechnet, dass die, ne? Quark ist frei. Quark nehmen. Papp nehmen sie. Ja, kann ich Quark nehmen? Lol. Quark. Quark. Quark, Quark. Nicht kägen, bitte. Uhuhuhu. Kägen ist ekelhaft. So, sie haben noch keinen Support gepickt. Ah, da kommt bestimmt der Quark-Pick. Ja, genau. Ja, lasst halt mir den Quark bis zum letzten picken. Das ist ja totaler Quatsch. Will ich jetzt Dr. Finn nehmen? Oh, fuck. Hier ist ja alles unequipped. Ne. Warum habe ich denn hier überhaupt keine Mods drin gehabt bei Dr. Finn? Der hat ja komplett ohne Mods gespielt. Das. Wow. Wow. Da muss ich mal nacharbeiten, ne? Dann spielen wir doch wieder Aurora. Naja. Ich kann ja wenigstens mal einen anderen Skin für sie nehmen. Das sieht ein bisschen netter aus. Auch ein bisschen auf dem Thumbnail dann was anderes zu sehen. Da freut man sich doch. Drei, zwei, eins, go. Heterochromatik. Das ist ja auch mal ein Name. Dead Eye, egal. Dead Eye müsste er entweder Nix oder Lockwood schon auf 20 gespielt haben. Als Dead Eye Titel. Your team is ready. So, wir sind Aurora mit so einem schicken Skin hier. Das sind wir. Wo geht's hin, Jungs? Okay. Ich komm mit. Bisschen Energiefarm. Bisschen Energiefarmen. See you through. Da wo Raskin geht, kann ich nicht viel helfen. Ja, ich komme auch nicht in eine Position, wo ich sinnvoll helfen kann. Weil ihr geht alle so weit. Na geil.
ihr nichts macht, während ich halt schon ein bisschen mehr Energie holen will. Dumm gelaufen. I give and I take away. Bum 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 bum. Oh nö. Da bin ich doch dagegen. I could do that. Versuche mich gerade hier so zu positionieren, dass ich ihn hier so reinschießen kann für Rask. Wenn die sich aufteilen, ist natürlich mega nice. Gegen. Für Quark. Also für uns ist es super, wenn der Gegner im Team Quark ist und die teilen sich auf. Das ist richtig gut. Bam, bam. Hat er einen Bodyblock gemacht. Bitte spring nicht. Oh fuck, ich weiß nicht, wo ich hin muss. Dahin wahrscheinlich. Wenn ich den noch treffe, dann nächste Runde hier rein. You must not fall. Ich habe ja auch mehr Heilung drauf, aber ich wollte es trotzdem schon jetzt durchheilen. Halte ich für sinnvoller, wenn ich ewig dafür mit warte. Okay, vielleicht hätte ich doch meinen Schuss machen sollen, da hätte ich 4 Leute getroffen. Hätte ich ordentlich Energie gegeben. Das verdeckt der blöde Hund mir wieder, ey. Super nervig. Warum schießt du gegen die Wand? Ah. Folgt mir so rum. Das ist natürlich interessant. Nein, noch nicht den Frontliner. Nimm den hier. Ah. Das ist doch dumm. Der heilt sich doch immer wieder. Wir müssen die anderen töten, die Damage machen. Maybe this will shut you up. Cheers, darling. Hier Heilung drauf. Naja, nur das drauf. Zack, zack. Wo laufen sie hin? Okay, sie springt dorthin. Muss wahrscheinlich hier hoch. Anstatt da runter, wo ich hin wollte. Der wird wegdashen, oder? Oh, ich bleib sogar im Bereich. Ha! The sting of entropy. Ja, Quark duelliert sie jetzt einfach mit dem. Muss weglaufen von Quark, sonst geht's nicht. The energy is overwhelming. D. Kann ich das so machen? Of course. Ich gehe mal lieber dahin, so. Er hat das sogar gebrochen, das Band. Sehr gut. Guys.
Aua. Das tat weh. Ja, das war ein schöner Hit. Und also ich glaube, ich doch zuhauen müssen oder irgendwie was hinmachen, kannte ich aber gar nicht. Okay, Jungs. Geht da alle weg von mir. Das ist nicht so cool. Ich kann schon wieder rennen. Ich komme nicht ran. Ich kann da zwar was drauf haben, aber der wird springen. Ich kann dash. Das ist schön. Lol, er dasht rein. The fuck? Das verstehe ich auch nicht. Aber hat keiner mit gerechnet, sag ich mal so, ne? Nicht so geil, aber ich kann das da machen. Um sie beide zu erwischen. Sie wird es wahrscheinlich nach unten ziehen, also kann ich auch nach oben durchlaufen, weil ich kann eh bloß pro Runde einmal getroffen werden. Da ist dann auch Wurst. Komm gerade so nicht bis an ihn ran. Das ist ein bisschen schade. Dann könnte er nämlich ulten. Ja, er ultet, damit sie mich tot kriegen. Kann ich nichts tun. Warum schießt doch zurück, anstatt. Ich stand doch schon drauf. Dann wird die Damage-Dealer weggerannt von allen anderen. Und wenn er es da durchläuft, ist er auch tot. Knapp. Die rennen halt echt nur außen rum, ey. Floating on. Anstatt halt fokussiertes Feuer zu machen, rennen sie halt sonst wohin. Ich weiß nicht, die Drohne zählt meiner Meinung nach nicht so richtig. Ich versuche mal denen das Power-Up hier wegzunehmen. Und dann muss ich mich wahrscheinlich mal... Ja, stell dich genau neben mich, sehr gut. Sehr gute Idee. Ja, nee, stell dich außerhalb... Du musst doch nicht mal die maximale Schrittweite laufen. Du kannst doch einfach mal ein bisschen kürzer laufen. Das ist doch vollkommen okay. Das wird natürlich weh. Da ist er tot. Das haben sie gut gemacht. Ah, schade. Er ist am Arsch der Welt. Dann packe ich das hier hin. Ich bleib bei meinem Frontliner. Not so fast. Sick'em boy. Na, zum Ausweichen hat sie jetzt positioniert. Er haut sich da auch ein Heil-Catalyst rein. Na, dann heilen wir doch mal, würde ich behaupten.
Sie weicht aus. Dann heile ich lieber so, glaube ich. Wenn sie ausweicht. Sonst wird das ungünstig. Und Blackburn rennt dann wieder sonst so hin. Na, ah, du kannst es schielen, wie du willst. Wie viele leben denn gerade von denen? Da unten sind, können nur drei sein. Na gut. Da ist die Ulti ganz nett. Oh, aua. Das ist nett. Der da oben bleibt, weit weg von allen anderen, ist auch ganz nice. Fuck. Danger ahead. Er geht da. Er geht da hin. Undoubtedly. Don't duck. Watch me fly! Nowhere is safe. Ja. Und Ulti. Ja. Aua. Und ich flieg auch noch. Oh, geil. Achso, ich darf ja nichts benutzen, ne? Ne, geht nur so. Kann ich das... Kann ich trotzdem, denke ich, wieder hier hinstellen? Wenn nicht sogar hier hin. Um hier dann schön rein zu weakenen. Wieder geweakt. Na geil. Ich glaube, ich erwische ihn noch. Trotzdem. Dreier-Hit. Aber das heile ich nicht gegen. Das heile ich nicht gegen. Ich versucht. Five turns remaining. Weakening. Weakening, weakening, weakening. Floating on. Ist wahrscheinlich sogar besser, wenn ich hier hingehe, oder? Oh, nee. Die bleiben alle da unten. Ah, ich kann nicht da runterlaufen und safe. My grace. Adrenaline courses through me. This is gonna be a clean sweep. Aua! Krieg sogar drei Schaden. Oh. Ich kann mich echt dort vorbeigraben. Damit bin ich nicht gerechnet. Dass das möglich ist. Four turns remaining. Jungs, ich muss ausweichen. Ich bin revealed. Ich heile mich mal, ne? Ich heile mich mal. Er kann aber noch dashen, theoretisch, wenn er wollte. Ja, genau. Eine Mod drauf eigentlich. Ja, genau, mehr Heilung. Ja, guck mal, wo er ist. Und ne, den Hund wird auch noch gehittet dann. Hm. Jetzt bin ich aber nicht mehr revealed. Jetzt könnte ich also mal ausweichen in der Runde. Wobei halt.
Er kann reindashen, das hat schon eklig. Ich würde ja das machen, glaube ich. Ah, ich bewege mich nicht, fuck. Zu lange gebraucht. Kein Timing mehr gehabt. Und ich gehe davon aus, er dasht uns an, deswegen habe ich die Area vor uns gelegt. Ja, guck mal, wenn ich da alles treffe. Drei Leute. Und sie hat es genauso predicted. Guck mal. Ja, sind sie ziemlich in unsere Falle gegangen. Nur, dass bei uns da zwei Leute sterben dafür. Ah, nur einer. Two turns left. Ey, ich nehme den Safe Weg. Weicht da einer aus. Ich bin nicht verrückt. Oh, jetzt sitzen wir wieder nebeneinander. Ziemlich böse AOE gerade. Ausweichen auf jeden Fall eine gute Idee. Auf jeden Fall war ausweichen eine sinnvolle Idee. Ja, und der hat sogar darauf gezielt. Sehr gut, also deswegen haben wir es nicht gemacht. Der Hund ist tot. One turn left. So. Wo dasht da hin? Das ist jetzt wichtig. Wo willst du hindashen? Da willst du hindashen. Dann mach ich das so. We are one. 40-40, we win. Und bin mir nicht ganz sicher. Ob wir, na doch, wobei ich müsste noch genug Damage machen, dass der stirbt auf jeden Fall. Und ich müsste sicher sein. Aber sicher genug in meinem Leben. Und ich block sogar noch für ihn. Dann ist alles gut. GG! Nice. Schöne Runde. 5-3 gewonnen. Das hat doch Spaß gemacht. Da muss ich ein bisschen darauf achten, dass ich nicht von meinem eigenen Teammate wegrenne. Da kann man einen GG-Boost hier reinschmeißen. So, und damit hoffe ich, hat es euch wieder Spaß gemacht. Wie gesagt, ich werde versuchen, noch Videos zu machen, aber ich bin mir nicht sicher, wann das immer klappt. 300 Schaden, 400 Heilung, das ist doch eine ordentliche Contribution von über 700. Die kann sich doch mal sehen lassen hier. 84, 500, 600er Quark. Ich habe sogar mehr Damage gemacht als Quark und fast so viel geheilt. Krass. Damit bin ich Silber 2 geworden. Wie gesagt, Dankeschön fürs Zuschauen und bis bald.